Stückchen Mozzarella da auf seinem Teller. Und der klitzekleine Hobbyraum unten im Keller. Die Schwiegermutter macht ihn schlecht und ständig kommt sie. Der Roadster wurde abgeschafft, stattdessen Kombi. Er darf auch kein Motorrad fahren, nicht mal ein Mofa. Es stehen auch keine Chips und Cola neben dem Sofa. Auch schmutzig werden darf er nicht, ganz antiseptisch. Ob das seiner Natur entspricht, da bin ich skeptisch. Schau da, die Leute von Greenpeace fahren vorab, skandieren im Korb, das ist nicht artgerecht. Das überlebt er nicht. Er zeigt schon reichlich Stressverhalten. Das ist nicht artgerecht. Das überlebt er nicht. So kannst du einen Mann nicht halten. Samstag ohne Sportschau, das ist nicht maskulin. Er muss auch mal mit Freunden raus und um die Häuser ziehen. Und einmal in der Woche nur, das ist zu wenig. Stattdessen diese Schmuserei, die mag er eh nicht. Und andere Frauen anzuschauen, hast du verboten. Jetzt muss er das Klamm heimlich tun, auf leisen Pfoten. Auf Partys hängst du an ihm dran, wie eine Klette. Zu Hause rufst du Pfui und sitz auf der Toilette. Schau da, zwei Aktivisten sind an ihm dran und ketten sich an. Das ist nicht artgerecht, das überlebt er nicht. Er zeigt schon reichlich Stressverhalten. Das ist nicht artgerecht, das überlebt er nicht. So kannst du einen Mann nicht halten. Das ist nicht artgerecht, das überlebt er nicht. Er zeigt schon reichlich Stressverhalten. Das ist nicht artgerecht, das überlebt er nicht. So kannst du einen Mann nicht halten. Nicht halten.